Wenn Ihr Unternehmen einen Sitz in Berlin hat und Sie in nächster Zeit in Digitalisierungsmaßnahmen investieren wollen, dann könnte die neue Digitalprämie Berlin für Sie interessant sein. Mit dieser Förderung können Sie einen Zuschuss von bis zu 17.000 Euro erhalten, den Sie nicht zurückzahlen müssen. Mit unseren Partnern von der Digitalagentur Berlin erklären wir in diesem Video alles, was Sie zur Digitalprämie wissen sollten und wie Sie diese beantragen können. Mit der Digitalprämie unterstützt das Land Berlin mittelständische Unternehmen mit einem finanziellen Zuschuss. Wenn Sie zum Beispiel neue Hard- oder Software anschaffen oder Ihre Mitarbeitenden schulen möchten, können Sie bis zu 50% der Nettokosten und maximal 17.000 Euro für diese Maßnahme zurückerhalten. Das Förderprogramm richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-Selbstständige. Wichtig ist, dass Ihr Gewerbe in Berlin angemeldet ist oder hier mindestens eine Niederlassung hat. Als Unternehmen dürfen Sie die Förderung beantragen, wenn Sie erstens nicht mehr als 249 Personen beschäftigen und zweitens einen maximalen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro erwirtschaften. Die Bilanzsumme darf maximal 43 Millionen Euro betragen. Für Solo-Selbstständige gilt, dass mindestens 27.000 Euro sowie die Hälfte der gesamten Einnahmen aus der selbstständigen Tätigkeit stammen müssen. Der Stichtag für die Feststellung dieser Angaben ist der 31.12.21. Welche Maßnahmen genau förderfähig sind und was Sie bei der Beantragung beachten sollten, erklärt Ihnen jetzt Paul Sonnenberg von der Digitalagentur Berlin. Die Beantragung der Digitalprämie funktioniert schnell und unbürokratisch. Förderfähig sind Maßnahmen aus drei verschiedenen Oberkategorien, nämlich erstens Maßnahmen zur digitalen Transformation von Arbeits-, Produktions- und Managementprozessen. Beispielsweise die Anschaffung von spezieller Software wie ERP-Systemen, CRMs oder auch Videoproduktionsprogrammen oder Ingenieurssoftware wie CAM. Auch Hardware wie zum Beispiel komplexe Komponenten wie Grafikkarten oder spezielle Computer und 3D-Drucker können finanziert werden. Zweitens, Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Zum Beispiel Penetrationstests oder eine verbesserte IT-Infrastruktur. Drittens, Beratungsleistungen oder Weiterbildungen wie zum Beispiel Workshops zur Digitalisierung des Geschäftsmodells oder eine Fortbildung zum Datenanalysten. Sie können Maßnahmen aus nur einer, aber auch aus zwei oder drei dieser Oberkategorien gleichzeitig fördern lassen. Nicht förderbar ist die Anschaffung von allgemeiner Hardware oder Software für den alltäglichen Gebrauch, wie beispielsweise normale PCs, Laptops, Diensthandys, herkömmliche Drucker, aber auch grundlegende Software wie Betriebssysteme oder Microsoft Office. Sie können die Digitalprämie ganz einfach online über die Seite der Investitionsbank Berlin beantragen. Halten Sie für die Antragstellung die folgenden Daten bereit: Gewerbesteuernummer, die Steuer-ID, Kontodaten und die Kennzahl Ihres Wirtschaftszweigs. Diese finden Sie zum Beispiel auf Ihren gewerblichen Steuerunterlagen. Zusätzlich brauchen Sie Ihre Transparenzdatenbanknummer. Das Land Berlin führt ein freiwilliges Transparenzregister. In diesem können sich Unternehmen listen lassen, wenn sie sich an Regeln wie zum Beispiel die Zahlung des Berliner Mindestlohns halten. Unternehmen brauchen den aktuellen Handelsregisterauszug oder die Gewerbeanmeldung, außerdem die Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanz vom vergangenen Jahr. Solo-Selbstständige brauchen den Nachweis über ihre freiberufliche Tätigkeit und den Steuerbescheid des vergangenen Jahres. Beschreiben Sie möglichst konkret Ihr Vorhaben, damit Ihr Antrag schnell genehmigt werden kann. Ein Beispiel: Sie sind ein Handwerksbetrieb mit drei Angestellten, der sein Waren-Ein- und Ausgangssystem von Papier oder Excel ins Digitale überführen möchte. Dann beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen und Vorhaben und die ERP-Software, die Sie kaufen wollen. Außerdem erklären Sie, warum Sie speziell diese Software benötigen und was das insgesamt kostet. Wie Sie sehen, ist das Ganze kein Hexenwerk. Lassen Sie sich also diese Chance nicht entgehen und lassen Sie Ihre Digitalisierungsvorhaben vom Land Berlin fördern. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Investitionsbank Berlin sowie bei der Digitalagentur Berlin. Alle wichtigen Links finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsvorhaben.